Was geht, Jungs? Ich nehme hier einfach 4 Videos heute auf. Ist auch schon 15.20 Uhr, alles cool. Ja, naja, ich wollte heute noch ein Skript schreiben für einen Kuchentalks. Ist ja auch erst 15 Uhr, es geht noch. Aber ich bin heute zwar auch spät aufgestanden, aber ich war auch noch unterwegs, deswegen alles cool. Ja, genau, Gina war ja im Krankenhaus, aber alles gut, ist halt Schwangerschaft, ne? War nix, ist wieder frei. Die war im Krankenhausfreifeld. So, ja, auf jeden Fall, heute geht es mal so ein bisschen darum, dass ich meine Meinung zu gewissem Content auf YouTube halt geändert habe. Ja, und zwar, ich habe ja am Dienstag auch schon ein Video gemacht, ob ich halt denke, dass ich erwachsen geworden bin. Und da habe ich das Thema ja auch ganz kurz angeschnitten gehabt, wie ich das halt sehe. Und ja, heute will ich halt quasi nochmal so ein ausführlicheres Video einfach dazu machen, wo ich dann halt auch, ja, ein bisschen darüber quatsche, wie ich das halt selber so sehe mit dem Content, ob ich das heute noch verurteile, wie das so aussieht, bla bla bla. So. Und genau, die erste Frage, die ich auch schon mal in einem Kuchen Talks gestellt habe, mit der ich auch heute gerne anfangen würde in dieser Diskussionsrunde, ist halt die Frage, muss man mit wachsender Reichweite mehr Qualität in die Videos stecken? Das ist halt nämlich so das Ding, was damals zum Beispiel auch viele irgendwie auch von sich behaupten und wo auch immer noch viele der Meinung sind, dass wenn man ja qualitativ gute Videos macht, dann wird man auch automatisch erfolgreich. So, und da zum Beispiel muss ich halt direkt sagen, das habe ich auch damals schon gesagt, nein, es ist vollkommener Quatsch. Aber ganz früher habe ich zum Beispiel auch so gedacht, ne? Da habe ich zum Beispiel auch meine Meinung geändert. Und zwar ist es einfach so, auf YouTube kommt es eigentlich theoretisch so gar nicht auf die Qualität an. Natürlich, keiner würde sich ein Video angucken mit einer Tonqualität in 8-Bit-Style oder sowas, ne? Oder, ja, wo du halt wirklich nur so ein Bild hinterhängst oder so. Ich glaube, das würden sich normalerweise eher weniger Leute angucken. Also damit machst du jetzt nicht die Millionen, sag ich mal, ne? Aber das Ding ist, viel wichtiger als die Qualität ist einfach die Person dahinter. Und das ist auf YouTube einfach das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel einfach mal das Beispiel Unge und Montana. Was ist denn ein Teil, also bei Unge ist es mehr, aber von beiden ein bisschen das Teil des Contents? Ist halt einfach Reacten. Und warum guckt man sich das gerade bei den beiden an? Ich meine, das machen doch hunderttausende Leute. Auch ich habe einen Uncut-Kanal. Der macht aber nicht irgendwie 100.000 Abos im Monat. Macht, ich war Unge vielleicht, aber Monte nicht, ne? Also die Crew und Dings nicht. Ne? Aber es kommt halt viel mehr darauf an, was für eine Person halt dahinter sitzt. Ob sich Leute damit identifizieren können. Ob sie vielleicht einen geilen Charakter hat, ob sie lustig ist, ob sie irgendwas hat, was sie halt auszeichnet. So, und meiner Meinung nach haben das halt sowohl Unge als auch Monte. So, die müssen jetzt nicht irgendwelche Blockbuster machen. Ich meine, diese Uncut-Videos sind ja auch nicht die größte Arbeit, aber müssen sie auch gar nicht. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da nicht so viel Arbeit reinsteckt, weil es halt nicht geguckt wird, weil das halt ein Blockbuster ist, sondern einfach, weil man sich für die Meinung der beiden interessiert und wie sie halt ja auf den Inhalt des Videos eingehen. So, und es ist immer der größte Anfängerfehler zu sagen, ja, aber guck mal, ich habe so eine geile Qualität, warum bin ich nicht erfolgreich? Weil darum geht's einfach nicht. Du kannst noch so eine geile Qualität haben. Wenn du eine Schlaftablette dahinter bist, dann ist es einfach nicht gut. Ich meine, gucken wir uns zum Beispiel mal Ceo an. Ceo, na, jetzt ist gerade Wind, mega sympathischer, netter Typ. Ich gucke seine Videos aber persönlich halt nicht, weil ich die einfach langweilig finde, weil ich ihn persönlich nicht lustig finde. Und das soll auch gar kein Front oder sonst irgendwas sein, weil videobearbeitungstechnisch, denke, der Typ ist eine 1. So, da kann man gar nichts kritisieren. Das ist richtig gut bearbeitet, der gibt sich richtig Mühe, der macht richtig viele Sketche und so weiter mit rein. Also arbeitstechnisch 1, 1 plus mit Sternchen, aber fucking unlustig, also zumindest für mich. Und ich habe das ja auch schon öfter mal so gesagt gehabt und viele Leute meinten da auch zu mir, ja, du hast recht, der ist echt nicht lustig so. Obwohl die Videos halt einfach gut gemacht sind. So, deswegen, es kommt nicht immer nur auf die Bearbeitung an. Und das ist, finde ich, auch ein Fehler, den zum Beispiel ich auch damals gemacht habe. Weil ich mir auch so dachte, ey, ne, keine Ahnung, warum kriegt zum Beispiel eine Mirella oder so, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, die kriegt jedes Video 300.000 Klicks. So, und ich mache meinen Meinungsblogs, wo ich mir richtig Mühe gebe mit Bearbeitung und so weiter, kriegt vielleicht 100.000. So, und jetzt zum Beispiel muss ich selber sagen, warum sollte sich irgendjemand jahrelang Bilder angucken, die von links nach rechts wischen? So, ja, habt ihr gemacht, Props dafür auf jeden Fall, danke, ne? Jetzt zum Beispiel stehe ich ja vor der Kamera und wie gesagt, mein Kanal läuft ja auch wieder richtig gut. Oder halt zumindest gut, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt nicht den Überhype, aber er läuft gut. Und damit bin ich auch komplett zufrieden. Und da muss ich halt selber auch sagen, das ist halt, man darf halt nicht immer nur auf die Arbeitszeit gucken, die da drin ist. Wie gesagt, ein Video jetzt zu bearbeiten, zum Beispiel gestern kam dieses linke Video. Ich habe das Video aufgenommen um 18 Uhr oder so, dass die Aufnahme ging 26 Minuten mit Aufbauen und so weiter, dann vielleicht 32, ne, weil man chillt ja auch immer noch mal kurz. So, dann für den Schnitt habe ich, glaube ich, 1,5 Stunden maximal gebraucht. So, das ist halt, das ist nichts. So, das ist keine große Arbeit, so das zu machen. Aber es ist viel persönlicher und wirkt besser als die anderen Videos. So, und das kann ich euch nur als Tipp geben. Ne? Also da braucht ihr gar nicht die Meinung haben, ja, aber ich stecke Arbeit rein. Nee, ist nicht so. Dann genauso auch dieses Ding, dass man mit wachsender Reichweite mehr Qualität haben muss. Ich sag mal, natürlich wäre es schön, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Bibi hat 4 Millionen Abonnenten, ne, die fährt immer mit einem Privatjet und so weiter und die hat wahrscheinlich 10 Villen irgendwo stehen. Hat sie wahrscheinlich nicht, ne, aber wer weiß. So, und da zum Beispiel ist es auch so, da bin ich einfach der Meinung,
Sie muss halt jetzt nicht einen Cutter einstellen, der dann irgendwie 10 Cuts in der Minute macht oder in der Sekunde oder so, sondern das Einzige, was ich halt wirklich von den YouTubern erwarte, wenn sie denn, wenn man ja wirklich weiß, wie viel, also Bibi ist Millionärin, so, ich glaube, das ist jedem klar, ja, dann finde ich schon, dass so eine YouTuberin, das kann man so eine, Digga, nein, aber so eine YouTuberin sich dann halt schon ein Videogerät anschaffen sollte, was halt eine Qualität hat, die halt irgendwo auch der Abonnentenzahl entspricht, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel, ich habe auch nur so eine Sony, also nur so eine Sony-Kamera, die hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. Die Sony irgendwas 4A oder so. Und davon ist auch gerade irgendwie die 8 rausgekommen. Ich habe erst überlegt, die 8 zu holen, aber die hat 400 Euro mehr gekostet. Dann dachte ich so, nee. Und ich finde zum Beispiel, die Qualität von der Kamera ist halt super. Auch für die Videos zu Hause nutze ich halt einfach eine Canon EOS 660D. Die war auch nicht teuer, die habe ich, glaube ich, damals für 600 Euro gekauft. Ich glaube, das Ding für vorne drauf, hier das Objektiv war auch direkt mit dabei. Und dann habe ich mir jetzt so ein Rode Filmmaker-Kit irgendwie für 300 Euro, glaube ich. Nee, doch 300, glaube ich, hat das gekostet, gekauft. So, die Tonqualität ist super, die Bildqualität ist super. Es kommt auch eigentlich viel darauf an, wie man ausleuchtet. Ich habe ja Softboxen, die gehören noch dazu. So, das passt. Und ich finde, das ist so das Einzige, was man wirklich den YouTubern vorwerfen kann. Weil ich finde, jemand, der Millionen Abonnenten hat, der braucht nicht mehr mit seinem iPhone 6 die Videos aufnehmen, sondern der kann nochmal 500 Euro hinblättern für irgendeine Kamera, die eine halbwegs gute Qualität bietet. So, das ist so das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, okay, daran, das sollten YouTuber halt einfach schon machen. Ne, um auch einfach den Zuschauern mehr Spaß zu geben. Weil ich denke, ihr habt auch mehr Spaß, also jetzt vielleicht nicht bei Eikuchen, ne, aber bei anderen Kanälen, wenn die Videos auch einfach eine geile Qualität haben, wenn das wirklich HD ist, so, wenn ihr das halt auch wirklich guckt. Ich glaube, viele sehen hier gerade einfach nur den COD-Bildschirm oder zocken irgendwie League of Legends oder sowas nebenbei. Übrigens wird Top gerade gegankt, ich würde aufpassen. Jetzt wird einer reinschreiben, Digga, Top wurde wirklich gegankt, XD. Ah, Digga, gerne. Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch schon mal so eine Sache, ne? Das ist so das Einzige, wo ich sagen muss, ja, okay, da würde ich halt auf jeden Fall was machen. Dann kommen wir jetzt auch mal so allgemein aber zum, also da habe ich auch meine Meinung geändert, ne? Weil früher war ich auch der Meinung, ja, man muss aber viel Qualität dann halt reinstecken. Aber muss man nicht. Ich meine, man sucht sich ja auch nicht selber aus, wie viele Leute die Videos gucken. Und warum soll ich gezwungen sein, etwas an meinem Content zu ändern, weil es den Leuten gefällt? Das ist ja eigentlich genau der falsche Schluss, den man treffen sollte. Weil man sollte den Content ändern, wenn es den Leuten nicht gefällt. So, wenn man dann halt erfolgreich sein möchte. So, und deswegen, das macht halt gar keinen Sinn. Aber wenn man halt jünger war, ne, man kennt es ja. Dann der nächste Punkt, den ich halt gerne noch ansprechen möchte, sind dann halt so allgemeine Content-Sachen. Beispielsweise fangen wir mal so mit Challenges an. Ich war ja früher auch einer, der die ganze Zeit, das heißt die ganze Zeit, aber mega oft auch so Challenges und so weiter halt kritisiert hat. Und ich habe selber gesagt, so ein Gammel-Content hier und Bibi und so, die macht ja gar nichts. Aber warum? So, rückblickend muss ich halt sagen, ich glaube, jedes Argument, was ich damals gebracht habe, die ich übrigens selber auch zum Glück gar nicht mehr kenne, könnte ich halt heute ganz locker entkräften. So, ich meine, das Ding ist, warum sollte, also YouTube ist ja erstmal eine Plattform Broadcast, also war sie. Sie war früher mal eine Plattform Broadcast Yourself, heute eher Broadcast für Werbepartner, ne? Aber an sich darf ja trotzdem hier erstmal so jeder Videos hochladen, wie er möchte. Und warum soll es da nicht erlaubt sein, zum Beispiel Challenges zu machen? So, warum darf Rezo dann zum Beispiel nicht eine Smoothie-Challenge machen? So, ich persönlich muss den Content nicht mögen. Das ist halt, das auch für 12-jährige Kinder gemacht. Ich mag den halt wirklich nicht. Aber es spricht nichts dagegen, das zu machen. Und es ist auch nicht schlimm daran, halt eher ein jüngeres Publikum anzusprechen. Ich glaube, auch viele Tim-Hale-Zuschauer bei einigen Videos sind wahrscheinlich auch eher jünger, weil das halt auch eher Content ist, was sich halt jüngere Leute angucken. Außer vielleicht mal feiert den Charakter dahinter, aber ich finde, ja, Rezo generell auch so von seiner Art in den Videos wirkt es schon sehr auf Kinder zugeschnitten. Aber es ist auch nicht schlimm. So, das macht Togo auch. Ich feiere die Disneys große Pause trotzdem, auch wenn das für 10-Jährige ist so. Auch heute noch. Gut, schlechtes Beispiel, ne? Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht schlimm, etwas nur für Kinder zu produzieren. Und da zum Beispiel muss ich halt auch sagen, jeder darf doch einfach den Content machen, den er möchte. Und ich nehme jetzt Rezo als Beispiel, weil der wird mir dauernd vorgeschlagen, dieser Rezo-Jalol-Kanal, ey. Es ist heftig. Wenn doch nur Kuchen-TV nur einmal vorgeschlagen werden würde. Nee, aber da zum Beispiel ist es halt auch genau das Gleiche. Rezo sucht sich ja nicht aus, dass hunderttausende Leute das gucken. Und mag sein, dass der Content nicht aufwendig ist. Ich weiß selber, es ist nicht aufwendig. So, du gehst einkaufen, eine halbe Stunde, aber meistens sowieso mit dem Kollegen. Das ist ja dann sowieso mega geil und lustig. Ja, und dann geht ihr nach Hause, stellt die Kamera hin, macht die Smoothies, das Ganze dauert vielleicht nochmal 15, 20 Minuten, dann ist das Video im Kasten, ist eine Stunde Arbeit. Da muss es noch schneiden, das ist vielleicht auch nochmal eine Stunde Arbeit, dann hast du 2 Stunden für ein Video. So, aber auch da wieder ist das Ding, natürlich gucken es sich viele Leute an, aber Rezo sucht sich das ja auch gar nicht aus. Warum sollte er dann diesen Content nicht machen? Nehmen wir mal an, er würde mit jedem Video 2000 Euro verdienen. Na und? Die Leute schauen das, die feiern das, warum denn dann nicht? So, er spricht doch gar nichts dagegen, so einen Content zu machen. Genau das gleiche halt auch mit Beauty-Videos. So allgemein einfach nur Beauty-Videos zu machen, ne? Oder auch Videos zum Beispiel, wo Bibi einfach nur sitzt und 10 Minuten quatscht. Ich meine, warum soll sie das nicht machen? Ich meine, ich mache das hier auch. Ist es bei mir jetzt in Ordnung, weil ich weniger Klicks habe und bei Bibi nicht, weil sie damit vielleicht 1 Million oder 2 bekommt? Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es ist immer noch genau das Gleiche.
So, und das macht es halt, wie gesagt, auch kein Stück besser oder schlechter. So, und das ist halt so eine Sache, das ist auch auf jeden Content irgendwie anwendbar. Ich habe so viele Sachen auch damals gehatet. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, ja, diese langweiligen Let's Plays zum Beispiel oder so, ne, wo ich mir auch denke, also, es ist halt natürlich nicht ultra spannend vielleicht für viele Leute jetzt einfach nur ein Let's Play zu sehen. Ja, wo halt dann nichts passiert, sag ich mal. Aber, ja, das Ding ist halt auch da, wenn Leute sich das angucken und davon unterhalten sind, dann lass sie das doch machen. So, dann hat Kong halt seine 4 Millionen Zuschauer, da spricht doch gar nichts dagegen. So, wenn man selber nicht guckt, dann guckt man es halt nicht und dann ist es halt in Ordnung für die anderen. So, das ist doch alles cool. Ne? Und genau das gleiche ist auch der Fall bei, jetzt muss ich mal selber überlegen, wo ich jetzt stinge, also, was ich sagen wollte. Das gleiche ist auch der Fall... Ah ne, genau. Aber das, was ich natürlich immer noch kritisiere und wo ich auch immer noch finde, dass man sich natürlich halt dagegen stellen soll, sind halt natürlich, wenn Leute anfangen zum Beispiel dämlichen Clickbait oder so zu benutzen. Kann ich immer noch nicht ab, ist auch eigentlich gegen die YouTube-Richtlinien, aber interessiert eigentlich auch niemanden. Oder wenn man Zuschauer verarscht, ne, Fake-Gewinnspiele oder sowas halt. Und man kann es vielleicht auch mal kritisieren, wenn jemand komplett sein Content umstellt, weil er weiß, okay, das läuft halt besser. Aber auch da ist es wieder schwierig, weil er kann ja trotzdem mehr Spaß dran haben. Das weiß man ja nicht. Ich habe auch mehr Spaß, wenn mein Kuchen-TV Partner wäre. Naja, aber ne, ich denke, ihr wisst halt, was ich meine. Und deswegen finde ich es halt immer, also finde ich es generell lächerlich, jetzt allgemein so Content erstmal ja wirklich so runterzumachen. Klar, du kannst es kritisieren, du kannst auch deine Meinung sagen. Ich sag auch jetzt noch, dass ich Challenges zum Beispiel, ich drehe sie mega gerne. Ohne Spaß, es macht richtig Bock, so eine Challenge mit Gina, Timo, Manuel oder sonst irgendwen zu drehen. Das ist immer lustig gewesen. Das macht tausendmal mehr Spaß als die alten Kuchen-TV-Videos, wo ich einfach nur mein Mikrofon geredet habe. Real Talk so, ja. Und dann ein paar Bilder drüber geklatscht habe. So, ich würde es mir aber selber nicht angucken. Deswegen kann es mir aber trotzdem gefallen, das zu drehen. So, ne. Und wie gesagt, das ist halt dann bei jedem Content einfach individuell halt anwendbar. Ne? Ich finde es halt nicht schlimm, wenn Leute halt so ein Content machen, auch nicht, wenn die damit Reichweite bekommen, weil was ist daran schlimm? So, es ist halt... Das muss dich ja nicht stören und du musst es dir auch nicht angucken. So, dass irgendein Typ im Internet, der macht halt Videos und das gefällt halt 400.000 Leuten. Dir gefällt's nicht, dann guck's nicht, alle anderen gucken's, ist doch cool. So, wie gesagt, solange man die Zuschauer damit nicht verarscht oder hinters Licht führt oder denen irgendwelche komischen Abnehmshakes oder sowas gibt, ist doch alles cool. So ist doch dann gar kein Thema, passt doch. Da gibt's doch gar nichts dran zu rütteln. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Deswegen, und das ist ja auch mit dem Hate so, dass ich da mega oft für kritisiert wurde. Ja, genau das hast du aber früher kritisiert. Ja, habe ich auch. Aber ich bin älter, reifer geworden und ich hatte selber Bock, solche Videos zu machen. Und wir haben jetzt auch Bock, da weiterzumachen. Mal gucken. Das nehmen wir schon seit 3 Wochen vor. Aber irgendwann, Leute, irgendwann werden da wieder Videos kommen. So, genau. Viel mehr kann ich dazu dann halt auch nicht sagen. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, lasst die Leute einfach den Content machen, den sie möchten. Kritisieren kann man das natürlich trotzdem. Man kann trotzdem schreiben, jo, es wäre toll, wenn du halt mehr Arbeit oder sowas reinsteckst. Weißt du, was ich, das ist ja alles dann irgendwo noch eine eigene Meinung und Kritik ist ja immer erwünscht. Aber ich finde es halt immer schlimm zu sagen, nein, das darf er nicht. Oder, das ist richtiger Abfall oder so. Weil wer entscheidet, was Abfall ist? Man selber, weil es halt dann die eigene Meinung ist. Aber das muss man dann nicht so hinstellen, dass es für alle zählt. Ja, schade, ne? Ist ein bisschen erwachsener geworden. Tut weh. Aber so ist es halt. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst ein Like, dann ein Abo und okay, thanks, bye. Ich habe heute übrigens 4 Videos aufgenommen im Wald, nicht 3. Warum auch immer, weil nächste Woche muss ich ja dann nur 2 irgendwie machen oder so. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich muss ja sowieso hierher fahren. Ah ja, egal. Okay, thanks, bye.